Hallo liebe Spielenden, hier ist wieder Gary Metatron mit einem neuen Video zu Herr der Ringe Online. Heute geht es weiter mit Update 28 und wir sind im ältesten Tal und werden hier einige Quests erledigen. Ich werde ruhig sein, ihr seht ja schon, hier gibt es ein bisschen Geschichte, hier gibt es ein paar Quest-NPCs. Ihr könnt das alles mitlesen, dann könnt ihr das ganz in Ruhe genießen und wir werden uns also durch das älteste Teil jetzt durcharbeiten, damit wir irgendwann mal nach Gundabad können. Wie gesagt, wir sind in Update 28, mittlerweile gibt es schon 32 und da haben wir noch ein bisschen was vor uns. Also viel Spaß heute und wir sehen uns am Ende nochmal kurz, oder eher gesagt, wir hören uns am Ende nochmal kurz. Habt ihr den Zwergen im ältesten Tal geholfen? Gut, gut. Wir sollten im ältesten Tal mit der Suche beginnen und die Halskette aus Skatas Zähnen zur Hilfe nehmen. Lasst mich mal diese Markierungen sehen. Das ist eine sehr spannende Entdeckung.
achtet darauf, euren Teil der Arbeit zu erledigen. Beschwerden gibt es nicht. Nur ein Drak zeigt Gnade im Kampf. Im Spiel vertraue ich auf das Glück. Im Krieg kann ich mir das nicht erlauben. Wir sind zu weit gekommen, um jetzt noch kehrt zu machen. Habt ihr einen Moment? Durins Volk wird bestehen bleiben, wie es das immer getan hat. Ja? Im Spiel vertraue ich auf das Glück. Im Krieg kann ich mir das nicht erlauben. Vielleicht ist das der Ausgangspunkt der Karte. Es macht mich nachdenklich, dass wir hier kein Hügelgrab oder eine andere Art von Markierung gefunden haben.
ein weiteres Hügelgrab. Es ähnelt dem, auf das wir an den Ufern des Dwergwart gestoßen sind. Ich glaube, dass wir noch immer auf dem richtigen Weg sind. Lasst uns weiterziehen. Zum Glück konnte Froti die Karte bis hierhin entschlüsseln. Dieser Pass findet sich nicht auf meiner Karte des ältesten Tals. Froti, was ist mit eurer? Ich würde gerne weiter dieser Karte folgen. Was meint ihr?
Ich wusste, dass es einen Fluss im ältesten Tal gibt, aber mir war nicht klar, dass er so weit aus dem Norden kommt. Folgen wir weiter diesem Fluss. Mir erschließt sich kein neuer Weg. Wir sollten also weiter dem Fluss folgen. Damit endet auch das Let's Play für heute. Die nächsten Quests sehen wir also beim nächsten Teil. Und ich hoffe, ihr schaltet wieder ein, wenn es hier weitergeht im ältesten Tal und mit der Storyline Richtung Gundabad. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, und ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Macht's gut, bis demnächst. Bye, bye.